Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge Star Stable. Ein neuer Tag und damit auch neue Aufgaben. Ich würde sagen, wir begeben uns erstmal zu Harold, unserem Bäcker hier in Silverglade. Und dann gucken wir mal, ob er jetzt die Herzpralinen von Mary für Lance fertig hat. So, da haben wir sie. Eine Box mit Schokoladenherzen für dich. Wer ist denn diesmal der Glückliche? Lance? Oh, also du übergibst sie für eine Freundin? Das habe ich schon mal gehört. Ja klar, weil wir hier die ganze Zeit Botenmädels spielen für die beiden. Was ist das? Ist hier Schokolade für mich? Von wem? Naja. Wer kann das nur sein? Sind sie vielleicht von Mary? Wage ich mich, das zu hoffen? Ich würde sie mir zu gern sagen, dass sie von ihr sind. Du bist so geheimnisvoll. Wer auch immer die geheime Verehrerin ist, ich will einen Liebesbrief an Mary schreiben. Aber wie schreibt man denn einen guten Liebesbrief? Kannst du mir nicht helfen? Oh Gott, ich glaube, ich habe noch nie einen richtigen Liebesbrief geschrieben. Rosen sind rot, Veilchen sind blau. Wenn ich sage, rauf, auf ins Restaurant, sagst du dann genau? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das geht ja gar nicht. Cool, Dina. Ich hoffe, sie will auf ein Date mit mir gehen. Es ist mir etwas peinlich, aber ich hätte das ohne deine Hilfe nie hinbekommen. Ach, wie? Jetzt können wir erst hier morgen weitermachen? Boah. Okay, dann machen wir erstmal beim Marley weiter und gucken mal, was er jetzt hier mit seinem... wie weit er mit seinem Barrel Racing gekommen ist. Wir müssen ihm ja bestimmt jetzt irgendwie helfen, die Fässer wieder heil zu bekommen. Da hat er sich ja gestern schon darüber beschwert, dass sie alle nicht wirklich schick aussehen. Das ist uns ja auch schon aufgefallen. Oh. Ja, jetzt weiß ich. Reite zu Konrad. Er kann das meiste reparieren, sicherlich auch Fässer. Hier sind die kaputten Fässer, Dina. Reite los und komm so schnell wie möglich zurück. Ich lese so lange das Regelbuch. Alles klar, dann mal zu Konrad. Auch bei Konrad waren wir ja schon lange nicht mehr. Ja, es ist tatsächlich schon ein Weilchen her. Ich versuche übrigens hier gerade mal so ein bisschen die Tipps zu befolgen. Die liebe Anna B-Road hat mir dann nämlich das eine oder andere erzählt, was eventuell sein könnte, was uns hier noch von Golden Hills fernhält, beziehungsweise von den Quests bei Barney, von der Grillquest und von der Hundequest. Oh, ich bin falsch geritten. Naja, nicht so tragisch, hier können wir gleich auch querfeldein. Deswegen werde ich jetzt hier erstmal schauen, dass ich die Quests bei Mary und Lance fertig bekomme. Hier die Quests bei Marley. Und auch hinten noch die Quest bei Frau Packard, wo sie uns zum Kaffee eingeladen hat. Das steht ja auch immer noch aus. Da gucken wir also auch bei Gelegenheit mal noch vorbei. Also die Geocaching-Quest, die würde ich mir gerne noch ein bisschen aufheben. Die machen wir dann noch nicht. Oh Gott, kommen wir hier noch? Ja, hier kommen wir runter. Oh, perfekt hier. Schaut mal an. Sogar genau beim Schmied rausgekommen. Ja, weil da gucken wir dann auch mal noch nach, ob es vielleicht da dran hängt. Fässer reparieren. Das ist etwas zu einfach für mich, aber für dich, Dina, mache ich das. Ich mache aber keine halben Sachen. Wenn ich Fässer machen soll, dann sollen sie die besten Fässer in Jorvik werden. Okay, okay. Ich glaub dir das mal. Das Erste, was wir brauchen, ist neues Holz. Holz, das jahrhundertelang hält und nicht so ein Müll, aus dem deine Fässer gemacht sind. Das beste Holz für Fässer findest du nur an einer Stelle in Jorvik, nämlich beim Vailedale-See. Dort gibt es eine uralte Eiche. Wo kannst du ein paar Äste sammeln? Was? Das müsste eigentlich heißen, wo du ein paar Äste sammeln kannst, oder? Diese werden wir zu Fässern verarbeiten. Die Eiche ist leicht zu finden. Es ist der einzige Baum dieser Art beim Vailedale-See. Okay. Dann gucken wir da mal vorbei. Nein, ich nehme jetzt hier keine Gruppeneinladung an. Nein. Denn wir machen hier weiter. Ha, wartet mal gerade. Ich glaube, es wäre sinnvoller, wenn wir den Transporter zum Vailedale-See nehmen. Weil wenn wir von hier bis nach Vailedale reiten wollen, da brauchen wir ja Ewigkeiten. Da sind wir ja Stunden um Stunden unterwegs. Ja, okay. Vielleicht nicht ganz so lang. Wo bin ich denn jetzt hier hängen geblieben? Da ist doch nichts. Ah. So. Nur aber.
Also dann, auf zum Veildalesee. Jetzt gucken wir mal, wo wir die uralte Eiche finden. Ich hoffe, das wird jetzt nicht wie die Suchen nach der Nadel im Heuhaufen. Denn hier sind ja doch einige. Ich würde fast sagen, das ist der Baum da in der Mitte, weil das der einzige hier in der Gegend ist, der aussieht wie eine Eiche. Wie kommen wir denn da hin? Da müssen wir irgendwie über die Brücke. Oh, wie kommen wir denn da jetzt am schnellsten hin? Aber mir fällt gerade auf, dass ich ganz kurz hier einen Cut in der Aufnahme machen muss, da ich vergessen habe, was im Hintergrund auszuschalten. Also, bis gleich. So, da bin ich auch schon wieder. Jetzt kommen keine störenden Hintergrundgeräusche mehr. Wie komme ich denn jetzt hier hoch? Kommen wir von hier überhaupt dahin? Ist das überhaupt das richtige Bäumchen? Ach, jetzt komme ich hier auch wieder nicht. Echt, ich hasse den See hier. Ich finde mich hier absolut nicht zurecht. Entweder man kommt hier diese Hügel nicht hoch. Oder man muss Ewigkeiten irgendwo außen rum reiten. Ja, komme ich denn von hier nirgendwo hin? Vielleicht, wenn ich Anlauf nehme und ein bisschen hier hochspringe. Komme ich aber auch nicht weiter. Ja, ich komme hier anscheinend echt nicht hoch. Dann müssen wir doch den dicken Umweg hier außen rum nehmen. Ach man, das nervt doch. Dann gibt es eindeutig viel zu wenig Brücken. Komme ich jetzt überhaupt nochmal irgendwie irgendwo hoch? Boah. Ich muss ehrlich sagen, so schön wie es hier ist, aber angenehm ist es hier definitiv nicht, den richtigen Weg zu finden. Jetzt muss ich hier echt allen Ernstes ganz, ganz, ganz außen rum, um zu dieser blöden Eiche dazu kommen. Wenn es dann überhaupt die Eiche ist, ansonsten haben wir das ja alles umsonst gemacht. Okay, hier dann rum. Ah, jetzt sind wir schon wieder am Baum fest. Ach man, ich sag ja, das ist doof hier rum. Ich mag das nicht. Ah, so. Auf die Brücke und dann das Beste hoffen. Also, es kann eigentlich nur der Baum sein. Welcher Baum soll es sonst sein? Der Rest hier sind nur Tannen. Oder Kiefern oder Fichten oder was auch immer das hier ist. Ja! Das ist sie! 2 von 6. Drei von sechs. Komm. Was haben wir denn jetzt hier? Haben wir jetzt hier eine... Oh, echt. 4, 5, 6. Na bitte, wenigstens das hätte jetzt halbwegs flott geklappt. Kommen wir jetzt hier auch wieder hoch, oder? Ja, ausnahmsweise kommen wir mal irgendwo hoch. Okay. Ja, ich glaube, der Weg hier ist jetzt der schnellste, oder zumindest der einfachste zurück zum Transporter. Wobei ich jetzt gerade überlege, wenn wir schon mal hier sind, ob wir dann nicht noch fix bei Frau Packer zum Kaffee vorbeischauen. Dann könnten wir ja eigentlich auch gleich den Weg rüber nach Firgrove nehmen. Und ihr dann mal einen Besuch abstatten. Ich meine, ob wir jetzt hier 6 Holzäste im Inventar haben, das ist ja jetzt egal. Das machen wir jetzt hier einfach mal. Dann müssen wir nicht so oft den Transporter nehmen. Ich meine, es ist zwar praktisch und es ist jetzt auch nicht zu teuer, aber auf der anderen Seite, man will ja jetzt hier auch nicht die ganze Zeit nur die Schillinge in die Transporter reinstecken und hier wirklich von einer Quest zur nächsten fahren. Ich will ja auch mal noch ein bisschen hin und her reiten. Und ansonsten brauchen wir ja das Pferd nicht, wenn wir hier nur von A nach B fahren, ne? Außerdem sind wir ja gleich schon da. Also wie gesagt, ich vom Winde verweht, das war das da, glaube ich, mit den... war, glaube ich, irgendwas Geocaching-Technisches. Das gucken wir uns aber vorsichtshalber auch gleich nochmal an, was das war.
Nicht, dass ich jetzt hier irgendwie irgendwas anderes übersehen habe, das wäre ärgerlich. Und rum. Ja, prima. Feiner Dicker. Okay. Warum reite ich hier eigentlich immer so komisch? Vor allen Dingen bringt es mir nicht viel, weil ich dann wiederum den Eingang hier nicht erwische. Weil ich zu eng rum muss. Das ist doch Mist hier. Lalalala, lalalala, Frau Peckert. Oh. Einmal absteigen. Und rein zu ihr. Also wir gucken jetzt erstmal, was vom Winde verweht war. Das waren, genau, ja, das war Wettbewerb. Das klicke ich direkt mal wieder durch. Also die Einladung zum Kaffee. Ich habe gerade noch an dich gedacht, während ich dir Torte mit Eis und Beeren ausstatte, kannst du runter zu Andi reiten und ihn fragen, ob er mit uns Kaffee trinken will. Okay. Dann machen wir uns da mal noch auf den Weg hin. Okay. Ja, ich würde sagen, das machen wir jetzt diese Folge hier noch. Gucken wir mal, ob er uns Gesellschaft leisten möchte, wollte ich sagen. Da war wieder ein Knoten in der Zunge. Ach ja, nee, ich bin gespannt, ob das hier noch irgendwie eine Folgequest hat oder ob dann was ganz Neues auftaucht. Es müsste eigentlich, es wäre wirklich schön, wenn es hier für sowas eine Seite gäbe, die immer aktuell gehalten wird und immer auf dem Laufenden. Welche Quests für welche Folgequests wiederum Bedingungen sind, die dann vielleicht auch gar nicht unbedingt bei derselben Person sind, sondern die einfach irgendwo anders auftauchen. Aber es ist natürlich auch sehr schwer zu machen. Hallo Andi. Oh, Omas Pfannkuchentorte ist das Leckerste auf der Welt. Ich habe leider gerade keine Zeit, aber heb mir ein Stück auf. Okay. Das heißt, müssen wir dann jetzt zu ihr zurück? Verfügbar? Eddie, Doris, Frau Peckert vom Winde verweht. Zeit für Kuchen, genau. Das machen wir dann aber in der nächsten Folge. Hiermit möchte ich mich für heute erstmal verabschieden. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Bis dann, ihr Lieben. Tschüss.